Ein Pacerbrief. Lieber Cousin Abraham in der Boris Medina. Der Onkel Itzig hat mir euer Seiferle über das Elsässer jiddische Lotion auf Jondef zur Methone vermasselt. Erkennen wir es meine Schumme, glaube ich, so hat mir eine große Simre gemacht, alle die Chochmes von unseren Abes Abosaines so gut nebeneinander gestellt, wie der Alchait am Yom Kippur ganz Mahane zu genießen. Sie ist beemmes Rachmones ohne eine Fähre, dass saue Jaufenes Lotion nur noch von ein paar Balbatten wie ihr und unser Hans so halber in der Stiege und im Schmerchle medauert wird. Wir hätten außer nichts dabei zu verstecken, denn so etwas Händiges sollte man der ganz Jiddischkeit in unserem Harjezei Aulum zum Modell vorliegen. Aber da hilft nichts dagegen. In dieser miese Welt ist alles heit wie im Zaffes Mechulle. Sogar noch unser Jiddischmüs muss im Goles geboren gehen. Nun, lechachles will ich euch im Elsässer Mameloschen so ganz gemütlich, altmodisch weiter kostfeiern. Wenn ich wieder einmal auf Basel komme, zu euch, können wir auch miteinander auf Jiddisch Deutsch eintanen, sie ist außer gar keine Bücher. Aber den Jiden Tau im Straußburger Magen ist nicht fein genug. Lügen wir da an, nur mit Zarfes reden sie noch unbeschrien. Unsere Leute haben eben den Husch von diesen alten, betopfenen Sachen verloren. Sie kennen nichts mehr wie Automobil, sie machen schmüßbar Jendes über halaumes Dings. Lakschü und Nairek. Ja, ja, lieber Cousin Abraham, das Chayese hat heute kein Dam und kein Reier mehr. Von ernsten Massematten, von Quetsche und Kästekugel, von güti kräftige Frimselsuppe mit Matzeknäpflich, Mariknäpflich und alle andere Arten Wullewutzlich, von Karpfe oder Hecht, in einer grünen Sauce mit Galerei zu einem braven Jiddischfisch gekocht, von einem gefilter Mave voll Mikrofett und Bierenschnitz. Von dem allem ist heute schon lang kein Ritt mehr. Alles macht nur Schneckentänz und Fieslematänzes über Laulone. So geht die Welt zugrund, Rasperholille. Wie bei Schkauzem wird oft heutzutags unter den Ballenhüten geheißt. Achle, Bachle und Baufe, das ist ihre ganze Melauche. Sie ist ein Schiverlef. Aber zu viel da ist, braucht man sich da keine drüber zu machen. Der eingeprobte Matzenkaffee morgen schmeckt uns doch frei und euch sicher auch. Wir haben gemeint, ihr kommt auf Beiser zu uns in die Visite, Tau Herren ins Erz Hakaudisch. Aber außer, sagt Schiller, die graus Chamime macht's euch im Voraus schon mies, hein? Und noch hin vielleicht auch ein bisschen arig Eime von den palästinischen Goyim, tau. Wir brauchen keine Mohren zu haben. Unsere neues Reul stehen zusammen wie ein Mann, gehen alle unsere Saunen. Außerdem ist graus Risches überall in dieser Welt und sogar in der Boris Medina, nicht wahr? Alle die Risches Bohnen sollen ein Sausel gehen. Eine doppelter Missemaschine können sich die Erl mitsamt ihrem Risches nehmen. Alles Grause hat diesem und Chairo. Eben müssen wir wahrhaftig Zeug steuern. Bis heute hat uns noch keiner von den Mamser Benittes bekannt, gemeimest. Das ist schon allerhand. Wie man bei uns daheim in Havene sagt, solange es am Güt geht, ist mir ein großer Kuchen. Wenn er aber trotzdem nicht zu uns in die Visite kommen will, sind wir auch nicht brauches. Dann gehen wir zu euch in die Boris Medina. Das heißt, wenn wir daheim bleiben, den Sommer in Basel, und uns die Kurve antun, uns einzuladen,
Ich freu mich schon, mit euch ganz akkommodiert über Grimserlich und Weincreme weiter zu schmüssen und muschelig über den Benauten zu machen. Das soll also bedeuten, gehe unsere ganze Liebe mich buchen, viel Iffes zu retten und manche Verwandte Kallies machen. Jau, jau, hat mir einmal unser Revelle selig vermassert. Jau, jau, es los ein Horror, es gibt nichts Sieseres auf der ganzen Welt. Und dabei hat das Revelle, wie eine Schlange, über ein Maul eine scharfe, raute Zunge, Kerzengrad zwischen Schnurres und Bart herausgezogen und drei lange, magere Fingerspitzen drumherum gedrillt, wie wenn es schon jetzt die ganze Siesigkeit von der Welt im Rüttle genießen kennt. So soll's uns und euch alle lang noch weitergehen, ad meove es rim schono. Mit beste Gries an Koll und Karl und sei mir's Mochel für den langen Brief. Euer guter Freund aus Jerusalem hinter der Türkei, Jehoshua ben Josef, RF Beiser, 5727.